Ja, hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei mir beim Opa Alpha 21 der Serie 7 Days to Die. Ich habe es mir anders überlegt. Ich wollte eigentlich nach Hause fahren. Aber gesehen, ich habe ja hier auch noch ein Dings, eine Unterkunft und ich werde dann auch morgen, also in-game morgen, hier mal noch ein bisschen aufmachen. Mal gucken, ob ich da irgendwo eine Wüste finde. Und werde dann nochmal bei dem Händler vorbeigucken. Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich von dem noch eine Mission habe. Was ich aber habe, ist eine Nachtmission, aber die ist natürlich weit weg. Toll. Und Handelsrouten. Also ich gehe davon aus, ja, es war jetzt ungünstig. Ach, das ist die. Ja, da fahre ich aber jetzt in der Nacht nicht hin. Das ist mir jetzt zu stressig. Was ich hier mal gucken wollte. Erstens mal, Mini. So, ich kann den Lenker bauen. Ich kann das Fahrwerk bauen. Und, ein Rad brauche ich noch. Kann ich ein Rad bauen? Kann ich das hier anklicken? Nee. Rad, Motor, Akku ist kein Thema. Ich kann ein Rad bauen. Eisen, Kunststoff, Öl, Kohle, Säure. Oh, okay. Kunststoff, Öl, Kohle, Säure. Brauchen wir nur ein Rad fürs Motor? Ne, wir brauchen zwei Räder. Ja, Ding, ne? Ich wollte ja sowieso hier mal gucken, ob ich hier eine Werkbank bauen kann. Jetzt muss ich ja doch nach Hause fahren. Nägel, Holz, kein Thema. Klebeband. Könnte ein Thema werden. Ich weiß nicht, ob ich... Viele Knochen habe ich nicht aufgehoben. Chemie. Warte, da hätte, würde ich mir nämlich hier tatsächlich eine Werkbank aufbauen. Da können wir auch hier mal ein bisschen bleiben. Essen und Trinken haben wir ja hier auch. Haben wir hier Werkbank. Also 5-mal Klebeband. Komm, machen wir jetzt. 5-mal Klebeband. Haben wir ja. 100 Nägel. 100 Nägel haben wir natürlich keine. Wir haben nur 94 Nägel. Das sollte aber kein Problem sein. Wir haben noch Eisen, das können wir noch einschmelzen. Schmelz. 100 Holz, kein Problem. 20 mechanische Teile, das ist ein Problem. Also alles auf Anfang. Wird nix. Es scheitert wieder an den mechanischen Teilen. Okay, dann. Was machen wir jetzt? Jetzt ist Nacht. Mal gerade gucken, kann ich hier irgendwo diese Geräuschdinger einbauen? Hier könnte ich doch noch so ein... Warte mal, Tasche, kann ich die schon bauen? Tasche, Taschenmod für Rüstung, Taschenmod für Kleidung. Leder, Klebeband, Stoff, 100 Stofffetzen. 100 Stofffetzen. Wir sehen. Gut. Wird also auch nichts. Also, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Für die Nachtmission soll ich da wirklich jetzt in der Nacht hinfahren. Aber das ist ungünstig. Die liegt hier im Gebirge, wie es aussieht. Da will ich jetzt so einfach so mal gar nicht hinfahren. Nee, 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 nee. Ja, da müssen wir doch heimfahren. Die Hauptstraße heimfahren, das ist ja kein Problem. Ah. Da könnten wir nämlich das Minimoped bauen.
Mache ich auch. Deshalb mache ich hier einen kurzen Break. Bis gleich. So, da ist er wieder. Ja, falls euch das gefällt, was ich hier so tue, hilft mir ein bisschen, wenn ihr mich abonniert. Kostet nichts. Und ja, auf meinem Kanal ist halt immer ein bisschen was anderes. Okay, hier soll ich mal zumachen, das stört. Also, Ziel war jetzt Motorrad. Wir brauchen das Fahrwerk. Mechanische Teile machen wir mal. Mechanische Teile, Klebeband, Leder, elektrische Teile, Klebeband, ich hoffe. Ja, ich habe es geahnt. Aber ich glaube, ich habe hier sehr viele Knochen. Ah, da brauchen wir, um Kleber zu kochen. Moment, Kleber, wir haben noch eine Chemiestation. Kleber in der Chemiestation. Knochen, ja, Wasser halt, ne? Wasser ist natürlich. Das ist nicht so gut, obwohl ich habe jetzt ja den Tausammler leer gemacht. Ich könnte zumindest mal 5 Klebeband herstellen. Wir brauchen 6. Ich habe gar kein Klebeband mehr. So, 23 Kleber und mal gucken, was wir hier rauskriegen. Stoff. 34 Stoff. Ja, ohne Klebeband geht hier gar nichts, ne? 10 Stofffetzen. Okay, ja, Stoff ist jetzt das Problem nicht so wirklich. Ah, da könnte ich meine Taschenmod auch noch herstellen. 23 Kleberband, ja. Das wäre dann auch noch so eine Idee. Tasche für Klamotten. Geht schon los. Klebeband, Leder, Nähset. Klebeband, Leder, Nähset. Und Stoff, ja, klar. Und Stoff. Könnte eigentlich 2 machen. Ich habe doch, glaube ich, auch für 2. Ja, lass mal. Okay, wir brauchen Leder, habe ich schon eingepackt. Mechanische Teile, Eisen, 15 Stück. Und elektrisches Teil. Nur ein elektrisches Teil. Gut, dann machen wir das auch so. Und das können wir machen hier drin wahrscheinlich, ne? Mini-Motorrad-Fahrwerk. Machen wir das im. Gut, egal. Dann brauchen wir den Mini-Motorrad-Lenker. Mini-Motorrad-Lenker. Feder, Scheinwerfer, elektrische Teile, Eisenrohr. Tasche ist fertig, da klatschen wir die mal eben gerade da rein. Hier rein. Mal wieder ein Platz mehr. Abschließen. So. Okay, jetzt Mini Minus, ja. Wir können den Lenker herstellen. Werkbank.
Die Motorradlenker. Fertige. Dann brauchen wir ein Rad. Kohle, Öl, Kunststoff, Eisen. Nehmen wir mal alles rüber. Kohle, Öl, Kunststoff. Öl haben wir auch. Oh jo, 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 jo. Kunststoff sollten wir auch genug haben, ja. Hier Kohle, Kunststoff, Eisen. Kohle. Jetzt habe ich die Kohle. Zu wenig Kohle. Nee. Ah, die Säure. Ich brauche zwei Räder. Ja, nochmal zur Info. Ich brauche zwei Räder und ich habe noch gerade zwei Säuren da. Aha. So. Zwei Räder. Entschuldigung. So, dauert noch ein bisschen. Lenker kriegen wir jetzt. Brauchen wir noch einen Motor. Und eine Batterie. Dann nehmen wir die kleinste hier. Die reicht dafür aus. So, und dann haben wir unser Minimobit. Yippie. Dann können wir auch diese andere Mission bzw. den Händler kontaktieren. Und den Kram können wir jetzt wieder wegräumen. Und das Öl und das Wasser können wir auch wegräumen, weil ich brauche jetzt im Moment Klebeband, haben wir 16 Stück. Reicht jetzt erstmal, können wir das Wasser auch so da lassen. So, dann haben wir noch die Munition, die gute. Na, räumen wir auch mal kurz auf. Eisenpfeilmunition, ich weiß nicht, ob ich die jemals... Könnte ich verkaufen, ne? Kann man mal bei den Händler rein. Stahlspitze halte ich mal. Zumindest Schrot. AK-47 kommt, schmeiß ich auch weg. Beziehungsweise verkaufe ich. So, ja, da ist die Nacht immer irgendwie, kann man die doch irgendwie über... gehen, indem man hier rumeiert. Ne? So, die beiden Räder sind fertig. Sehr gut. Dann brauchen wir noch, wie gesagt, die Batterie. Die habe ich darüber genommen. Habe ich jetzt wieder weggeräumt. Anfall geistiger Umnachtung. Natürlich. Motor auch. Richtig gut wird es erst, wenn wir das große Motorrad bauen können. Dann haben wir es gepackt, ne? So, perfekt. Könnten wir noch so eine Taschenmod gebrauchen? Wir haben die Klamotte und haben die Klamotte. Da ist schon eine drin. Ah, okay. So, hier könnte man noch eine reintun. Hier wäre noch Platz. Haben wir nicht noch irgendwo eine Tasche und einen Mod für Rüstung? Ne. Konnte ich die herstellen? Taschen. Ne. Taschen. Ah. Doch, herstellen kann ich die. Dreifachtasche nicht, aber Doppeltasche. Dann sind wir ja eh durch. Klamm das mal dahin, da sind wir ja sowieso durch. Kunststoffabfall.
15. So, Leder 8. Klebeband schon wieder. Nähzeug, Klebeband und mechanische Teile. Dann sind wir nie wieder überladen, ne? Haben wir nämlich alles durch und brauchen wir das auch nicht zu skillen. Das ist verschwendete Dingens. Nähzeug. Einmal Nähzeug, zweimal Nähzeug. Sehr gut. Kann ich die bei mir hier im Dings machen oder nee? Geht auch in der Workbench. Yippie, da ist mein Moped. So. Doppeltaschenmod für Rüstung. Das ist nur ein. Ah, doch, doch, da ist er. Doppeltaschenmod für Rüstung. Prima, jetzt müssen wir aber auch Sprit gucken, dass wir uns Benzin. Ich kann mir schon Benzin machen. Ich glaube ja, wir hatten das ja mit dem Dingens da bekommen, ne? Dass wir Benzin herstellen können. Also Gas. So, hier habe ich gesagt, nee, hier passt nichts mehr rein. In den Helm. Verändern. Zack. Abschließen. So, wir haben jetzt alle Felder ausgefüllt. Kann nichts passieren. Sprit, haben wir gesagt. Was brauchen wir da nochmal? Nitrat. Benzinkanister. Nur Ölschiefer. Okay. Ölschiefer hatten wir. Gar nicht mal so wenig. Ja, die kriegen wir irgendwann. Das ist ganz praktisch. 731 Sprit. Ja. Läuft wie lange? Drei Minuten. Das multipliziert, das ist ja deutlich mehr, ne? Okay, Sprit hätten wir, Moped haben wir. Ja. Hier haben wir ja auch schon ein bisschen. Nehmen wir schon mal mit. Machen wir jetzt Moped. Moped legen wir jetzt mal vor die Tür. Erst gehen wir mal draußen hier aufräumen. Hallo, hier bin ich. Super. So, das Fahrrad kommt in den Schuppen. Robert. Jawohl. Ja, war auch Zeit, ne? So, erstmal tanken. 35, 55 gehen rein. Ja, Platz ist natürlich bescheiden, aber okay. Besser als Fahrrad auf jeden Fall, schon mal dreifache. Ja. Der Sound hat sich nicht geändert. Ist gut. Muss ich mir demnächst hier eine Garage bauen. Bietet sich doch hier schon mal an, ne? Hier ist ein Parkplatz. Kann man hier eine kleine Garage bauen, hier so hin. Ja. Oder wir machen eine Rampe nach oben. Gut. Wunderbar. So. Das heißt, wir könnten. Ah, das schaffe ich jetzt nicht mehr von der Zeit. Ich habe jetzt auch keine Mission mehr offen, die muss ich abgeben. Die Schatzkarte, okay, ist jetzt in der Nacht. Die Handelsroute.
Da könnte man hinfahren. Mache ich aber auch dann einen Schnitt. Da werden wir am Moped jetzt hinfahren. Das war nämlich hier irgendwo im Schneegebiet. Ah, das ist ja auch doof. Waren wir ja auch schon, weil hier haben wir noch keine Base. Das wäre doch was. Wir machen hier jetzt. Fahren wir Moped hier runter. Ich nehme den Weg, der müsste eigentlich hier hinführen. Genau, ich fahre durch die Stadt runter ins Schneegebiet. Ziehen uns ein bisschen warm an. Nehmen Essen, Trinken mit. Das ist eine Idee. Brauchen wir irgendwelche Baumatz? Ne, wir brauchen eigentlich im Moment nur Holz dann. Baue ich mir da unten auch eine kleine paar Nägel vielleicht für Kisten. Das sind schon mal 8 Kisten. Beton, nö, müssen wir nicht haben. Aber wir können Gebäude, also ja, okay. Nehmen wir mit. Da haben wir die schon mal für ein bisschen was zu bauen. Das wird jetzt das Ziel sein, heute noch dahin fahren. Wir nehmen auch den Kochtopf mit und haben wir noch einen Grill über gehabt. Was ist denn hier los? Ach Quatsch. 26 und 28 Sekunden. Hier sind 2 Grills. Prima, das ist, ach, das ist eine gute Idee, da freue ich mich jetzt. Wir gehen jetzt Schneegebiet, gucken mal noch nach etwas besseren Klamotten. Genau, die nehmen wir mit, beziehungsweise ziehen sie an. Machen aber hier die raus. Abschließen. Nochmal kurz anziehen. Verändern. Abschließen. So, sind wir etwas besser geschützt vor der Wärme. 4,5 immerhin. Und die ist besser für die Hitze, aber wir sind ja noch nicht im. Wir fahren jetzt ins Schneegebiet. Brauche ich eigentlich die Klamotten hier? Können wir hier lassen? Sehr gut. Was brauchen wir denn noch, bevor ich jetzt alles vergesse? Brauchen wir ein Werkzeug zum. Holz kriegen wir da unten auch, denke ich. Nahrung. Da wir ja irgendwas mitnehmen. Shepherd's Pie, guck's dir an. Nehmen wir auch schon mal was zu trinken mit. Hier haben wir noch einen Topf. Ach, guck an. Schnee kriegen wir da unten genug. Die Wasser können wir mitnehmen. Hatte ich jetzt eigentlich noch. Ich hatte doch, wo habe ich denn das hingemacht? Ich hatte doch so einen Wasserreiniger gekauft. Da ist er. Wasserfilter. Da würde ich nämlich sofort einen Tausammler bauen. 100 Kunststoff, 4 Eisenrohr, 4 Klebeband. Aber ich glaube, man kann auch Schnee. Kann man nicht sogar Schnee schmelzen? Nee, ist nur für einen Smoothie. Okay. Nochmal Tausammler. Und halt den mal eben da oben hin. Hier Eisenrohre. Oh Gott, ich kann mir schon nichts mehr merken. Ne? 1, 2, 3, 4. Und 100 Kunststoff. Kann ich den im Dings bauen oder muss ich den. Kann ich so bauen.
Ach, das ist ja genial. Weil wir die überall hinstellen, haben wir nirgendwo Probleme mit Wasser. So, da sind wir eigentlich gut versorgt. Da fahren wir da runter. Machen uns da unten eine kleine. So, kleinen Moment. So, da ist er wieder. Ja, mein Telefon kommt schon mal vor. Schneide ich aber jetzt nicht raus. Ich hab Bock drauf. So, wo sind wir stehen geblieben? Das Moped haben wir. Oh, wir haben 4 Uhr mittlerweile. Habe ich hier nicht abgeschaltet. Richtig, wir wollten ins. Das machen wir nächste Folge. Ich werde das hier jetzt nur noch alles soweit vorbereiten. Wir haben den Tausammler. Wir haben Material zum Bauen. Sollten wir dann. Also, ja, Holz reicht. Ist halt Holz reicht. Ich brauche jetzt hier kein Steingebäude, oder? Wäre ja auch schön, ne? Nee, brauchen wir nicht. Komm. Dann fahre ich nämlich da runter, mache die Handelsroute auf und baue, suche mir da unten einen kleinen Unterschlupf. Eigentlich wollte ich ja alles wieder umgeworfen, ne? Eigentlich wollte ich ja hier rüber gucken, ob da irgendwo Wüste ist. Und wer weiß, wir können ja mal Richtung Süden gucken. Da ist ja auch noch viel, viel Platz. Oder vielleicht ist da unten, fängt da unten irgendwo Wüste an. Ich hätte natürlich gern wieder ein Dreiländereck. Hier habe ich ja eins, aber ich hätte gern eins mit Wüste. Wüste, Schnee und Grünes. Wäre mir am liebsten. So, okay, ich mache mich jetzt auf die Socken. Muss ich die nachher wieder waschen dann? Ja, ist egal. Und mache die Handelsroute hier auf und suche mir hier ein schönes Gebäude. Vielleicht gleich in Verbindung mit einer Mission hier in dem Dorf. Ist ja wahrscheinlich ein Eins, obwohl Rekt. Ist das Rekt? Keine Ahnung. Ja, machen wir das so. Ich habe alles mitgenommen. Ich habe Munition, sollte ich vielleicht noch ein bisschen mehr mitnehmen, je nachdem, wie lange ich da bleiben will. Nehmen wir noch 2 mehr mit, sonst brauchen wir da eigentlich nichts. Was soll man da vielleicht schon, sogar schon eine Schmiede aufbauen? Mit Pflastersteine, Holz, Klotz, Leder. Klebeband, Eisenrohr. Schon wieder Klebeband. Eieiei. Dann nehme ich mal Knochen mit, die kann ich dann vor Ort kochen. Um Kleber herzustellen. Stoff. Ja. Metall, Steine kann ich da unten, Holz gibt es da auch. Ah, komm, ich fahre jetzt runter und dann ist gut. Schmiede wäre gut. Schmiede wäre schon gut. Ich nehme schon mal ein bisschen Grundmaterial mit. Klebeband haben wir doch jetzt einiges hier hergestellt. Holzklotz können wir machen. Verbundsteine. Doch Verbundsteine mit. Können wir nehmen Verbundsteine mit. Können wir da auch ein bisschen was machen. So, da können wir zumindest schon mal die Schmiede bauen. Klotz. Super. Ja, ich würde sagen, komm. Schnappen wir uns ein Moped. Ah, da müssen wir ein bisschen Sprit mitnehmen. Wir können zwar da überall Autos looten. Sicher ist sicher, ne? Ich weiß nicht, wie der Verbrauch. Apropos Verbrauch. Ah, ich habe doch hier so ein schönes Teil. Oh Mann, da muss man alles denken hier. Wo ist denn das? Wo habe ich das denn jetzt? Da ist es doch. Brennstoffsparer. Nee, ne? 5 mal Stahl. Hohoho.
Schon wieder Klebeband, ich krieg die Krise. Ich komme nicht weg. Könnte man nicht auch mitnehmen? Das war schon mal ein Grund, ein bisschen was da unten haben, ne? Stahlbarren sind wir ja auch recht gut bestückt. Nehmen auch ein paar mit. So, Reservetankmod. Wer kann denn die bauen? Bestimmt die Werkbank. Reservetankmod. Fertiger. Dauert ein bisschen, ne? Dauert ein bisschen sehr lange. Null lohnt sich aber, jetzt wo wir da runterfahren. Ein paar Händlersachen mitnehmen, genau, zum Verkaufen. Was haben wir noch? Die. Ne. Ja, die können wir uns herstellen. Geschmiedetes Eisen. Können wir auch noch Portionen mitnehmen. Nägel haben wir mit, haben wir eingepackt, glaube ich, ja. Wenn wir Kisten bauen, ach, das wird gut. Okay, ich gruschel jetzt noch ein bisschen herum, fahre da runter, bevor ich dann zum Händler komme, nehme ich euch wieder mit. Bis dann, ciao, ciao.